Hey, ja, da bin ich wieder. 3 Tage lang hintereinander. Das darf nicht wahr sein, ist aber so. Weil das hier kam noch an. Ist das richtig rum? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das hier kam noch an. Die Loot Chest Ultimate in der Harry Potter Edition. Jetzt muss ich echt mal kurz überlegen, wie das Ding hier heißt. Es kam gestern noch an. Gestern, also als das Video der Get Digital kam, das war glaube ich gestern, ne? Danach kam, nee, Quatsch, das war vorgestern. Danach kam die Box noch an. Aber ich hatte gestern, am Samstag, keine Zeit mehr, um die auszupacken, weil ich dann noch Besuch bekommen habe. Es kamen Freunde zu mir zum Raclette-Essen, so wie im Grunde jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Letztes Jahr durften wir nicht, wegen Corona. Dieses Jahr durften wir wieder. Juhu, das war schön. War eine sehr lustige Runde. Ja, und deswegen erst heute das Paket. Aber das macht nichts. Denn das macht das Paket ja nicht weniger gut. Hoffentlich. Loot Chest Ultimate, die Ultimates von Loot Chest, die kommen 4-mal im Jahr raus. Und die haben halt immer ein bestimmtes Thema. Die normalen Loot Chests, die haben ja immer so Mischding. Ja, da ist ja nie was Bestimmtes. Das ist halt nicht nur Marvel oder sonst was. Und die Ultimates, wie in diesem Fall halt Harry Potter, halt immer unter einem Thema halt zusammengefasst. So, wir fangen jetzt direkt mal hier an. Was haben wir? Hier ist Emmas Weiches. Die Ware ist vakuumiert und erreicht erst nach dem Entfernen der Folie ihr volles Volumen. Okay, das hier ist ein Kissen, so wie es aussieht, und zwar von Gryffindor. Hinten sind noch ein paar Eulen drauf, ein paar Hedwigs, wie auch immer, ja. Und die Brille von Harry Potter und der Schal von Harry Potter und ein Nimbus. Cool. Aber direkt mal auf. Natürlich habe ich gerade die Schere wieder zur Seite geschmissen. Ich bin übrigens Hufflepuff. Egal, welchen Test ich mache, ich finde die auch so, also allgemein am gemütlichsten. Ich bin immer Hufflepuff. Deswegen hoffe ich noch darauf, dass hier noch irgendwas von Hufflepuff auch noch dann da drin sein wird. So, das kommt direkt mal weg und tada! Ein Kissen. Kissen kann man nie zu wenig haben. Vor allen Dingen halt nicht auf dem Sofa. Ich habe schon gesagt, wie teuer die Ultimate ist. Sie kostet 80 Euro. So, hier, dass das ist was Dünnes. Das wird das, ja. Das wird das, ich gucke jetzt selber nicht hin. Das ist das Spoiler-Heftchen. Nein, nicht Heftchen, sondern ein Spoiler-Blättchen. Nicht wie in der normalen Loot Chest ein ganzes Heft, sondern da ist halt nur ein kleines Heftchen dabei. So, und ich fühle es hier einfach mal rum. Und ich fühle jetzt hier noch eine Sache. Zwei. Ich glaube, hier sind noch 3 Sachen drin. Fangen wir mal einfach mit dem hier an. Das hat eine seltsame Form. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Was ist denn? Das kann man den Karton hier achten lassen. Lassen wir das einfach auf. Ich weiß nicht so genau. It's create incredible light painting photos. Okay. Das ist irgendwie eine Lampe? Ein Stab? Gucken wir doch einfach mal rein. Ich weiß nicht, das ist irgendwas. Da. Und irgendwas mit einer App kann man hier noch machen oder sowas. Okay, also gibt da noch eine App für das Ding hier. Das ist aber sehr, sehr seltsam. Okay. Okay. Gucken wir doch direkt mal nach. Ich darf hier nicht so viel nach links gucken. Oh, ich habe schon die Verpackung kaputt gerissen. Weil ansonsten in der Versuchung kommen, hier reinzugucken. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Wie kriege ich den? Ach, kriegt man das so rum raus? Okay. Der Elderstab steht drauf, beziehungsweise The Elder Wand auf Englisch. Dann ist hier das der Elderstab. Aber der kann auch Licht. Ach, guck mal. Das ist cool. Und dann kann man dann bestimmt mit der App, weil ich habe sowas schon einmal vor Jahren mit einem Kumpel gemacht. Er hatte eine super Kamera, wirklich so fast ein Profi-Ding. Und wenn man die Belichtungszeit, wie ich kenne mich nicht aus, sehr, sehr hoch gestellt hat, dann kommt man dann halt abends, wenn man dann da so Licht hatte, halt, wir machen das an, hier hatte, und dann ist man so rumgegangen, dann konnte man quasi mit dem Licht malen. Weil es hat halt eine sehr lange Aufnahmezeit gehabt, aber man selber war halt nicht da drin in dem Foto, sondern halt nur dieses Licht. Wie das funktioniert, weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ja? Das weiß ich nicht. Und das hier wird dann halt auch was sein, dass man dann mit einer App halt dann was machen kann. Was haben wir denn hier? Spells und Charms. Ascendio. Expelliarmus. Okay. Und so weiter und so fort. Okay, das sind halt verschiedene. Ah, guck mal hier. Jetzt rabe ich das. Das sind Zaubersprüche hier unten. Und da oben drauf, hier, da ist halt dann abgebildet, was für eine Bewegung man machen muss mit dem Zauberstab, damit, naja, der Zauber seine
Wirkung entfaltet. Ich finde das hier cool. Das ist ein Leuchtestab. Das ist cool. Und der, kann man den hier irgendwie anständig drauf machen? So in etwa, ne? Nur hier. So, Moment. So. So. Das finde ich cool. Das ist auch immer etwas, was ich finde, was in so einer Ultimate auch drin sein muss. Ein Kissen ist zwar nett, aber ein Kissen kann auch in einer ganz normalen Lootchest drin sein. Vielleicht nicht so ein großes, sondern ein etwas kleineres. Aber eine Ultimate, vor allem, weil die 80 Euro kostet, da muss immer was Besonderes drin sein. So, jetzt haben wir hier noch was Weiches und ich gehe stark davon aus, dass das Bettwäsche ist. Und hier haben wir dann noch etwas, das könnte eine Figur sein. Holen wir erstmal die vermeintliche Bettwäsche raus. Ich glaube, nichts kaputt gemacht. Und ja, es ist Bettwäsche. Die allerdings werde ich jetzt, das müsst ihr mir jetzt nachsehen, nicht ganz auspacken, weil das ansonsten zu aufwendig wäre, das hier zu zeigen. Vor allem habe ich gar nicht den Platz, um das zu zeigen jetzt hier. Aber so sieht die aus. Das könnt ihr sehen. Die ist irgendwie schick. Ne? Also da ist dann so Hogwarts noch drauf abgebildet auf der Decke. Oh, da fällt was runter. Und dann noch so Kissen mit dem Hogwarts-Zeichen wollt alle. Wie ist das noch? Waren das Häuser? Die einzelnen Hufflepuff und Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor, das waren Häuser, gell? So hieß das. Oh, hier, ich wollte gerade sagen, oh nee, hier ist noch was Schweres drin, aber das ist meine Schere. So, jetzt guck mal kurz rein. Genau, hier ist noch eine Sache drin und das ist nett. Das ist wirklich nett. Das kann man jetzt mal nicht anders sagen. Jetzt haben wir hier eine Figur, aber nicht irgendeine Figur. Na, schön aussehen tut es nicht, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Und zwar ist das hier dieses Auto. Das ist auch das Auto von Ron, ne? Meine ich zumindest. Und das ist ja Harry Potter. Also das Auto, das konnte er irgendwie fliegen. Könnt ihr das sehen? Der Klage ist nah genug dran. Da ist der Harry. Da ist offensichtlich ein Auto. Das finde ich, ist mal was anderes. Man hätte auch einfach nur den Harry Potter als Figur da reinmachen können. Und dann wäre es gut gewesen. Aber nee, man hat schon da anders entschieden. Moment, das muss ich jetzt gerade ein bisschen anders ordnen. Damit ihr auch wirklich noch alles einigermaßen sehen könnt. Tata. Tata. So. Ah, gut, jetzt mit der Bettwäsche, das klappt hier nicht so ganz. So, da können wir so ein Biesten sehen. Ja, das war's schon. Jetzt bin ich hier schon am Ende. Unglaublich, ja? So schnell kann man hier 80 Euro auspacken. Aber ich will jetzt nur gerade mal auf den Dings hier gucken, auf den Spoiler-Ding. Und, es hätte noch andere Kissen gegeben. Das hat mich jetzt halt interessiert. Und leider habe ich für mich persönlich das blödeste Kissen bekommen. Das muss ich jetzt so wirklich leider sagen. Ich habe ein Gryffindor-Kissen bekommen. Ich bin halt nicht Haus Gryffindors, aber... Ist egal, ist trotzdem ganz nett. Es hätte noch zwei andere Kissen gegeben. Einmal ein graues oder ein weißes mit dem Harry, ach nicht mit dem Harry, mit dem Hogwarts Wappen. Aber das andere ist richtig geil. Guck mal hier da unten. Das da. Das mit der Eule. Ist das nicht süß? Das ist schick. Das hätte mir am allerbesten gefallen. Wenn ich das mit der Eule gehabt hätte. Schade, aber gut. Wenn halt immer so mehrere Sachen drin sind, dann hat man entweder Pech oder man hat Glück. Ganz einfach. Es gibt bestimmt welche, die haben die Eule und sagen, hey, ich hätte lieber Gryffindor gehabt. Lass tauschen, ganz ehrlich. Lass tauschen. Wenn irgendwer das Gryffindor-Kissen haben möchte und hat stattdessen diese Eule, sagt mir Bescheid, können wir gerne tauschen. Ja, ansonsten war es das hier. 80 Euro, wie gesagt, die Ultimates. Kosten immer 79,95 Euro oder irgendwie so, keine Ahnung, 80. Runden wir mal auf, wollen wir mal nicht so sein. Die letzten Ultimates, ich weiß schon ganz genau, was das war. Das letzte war die... Herr der Ringe davor, weiß ich gerade gar nicht mehr, welche ich halt hatte. Fand ich nicht so dolle. Wenn ich ganz, ganz ehrlich war. 80 Euro ist erstmal ein Happen Geld, das muss man schon sagen. Und vom Inhalt her fand ich es halt nicht so gut. Wie ich allgemein finde, dass die Lootchest ein bisschen nachgelassen hat. Zum Teil sogar ziemlich stark nachgelassen, aber das ist ein anderes Thema. Hier jetzt, die Harry Potter Ultimate, finde ich allerdings wieder gut. Sie ist nicht berauschend. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Aber ich finde sie gut. Ich verrate jetzt nicht, warum ich das gemacht habe. Die Leute, die darauf gucken mussten, die wissen es. Ich finde die gut. Ich finde diese Box gut. Kann man machen. Ich fand, das sind gute Sachen. Gut, das ist kein Kissen, was ich haben will. Ist ja mein Problem. Aber allen an sich eine coole Sache. Und halt dieser Stab, der leuchtet, ist mein persönliches Highlight in dem ganzen Ding. Und ich glaube, ich werde auch... Glaube ich auch, als ich weiß nicht, ob ich das Auto halt irgendwo hinstelle. Aber ja, die Bettdecke, die werde ich nehmen. Gar keine Frage. Die ist nämlich schick. Außerdem habe ich nämlich auch nur ein Set Bettwäsche. Und immer wenn ich die wasche, muss ich halt, bis ich die wieder beziehen kann, halt warten, bis sie trocken ist. Das ist manchmal ein bisschen doof. So, kann man das noch sehen?
Mein Bart leuchtet? Ach, da. Mein Bart leuchtet. Und deswegen ist das eigentlich ganz nett, dass jetzt hier noch was Zweites passt, aber halt auch echt nicht irgendwie jetzt so kindisch aussieht, weil das Problem habe ich halt oft gehabt bei so ein bisschen nerdiger Bettwäsche, dass sie immer etwas kindisch halt aussah. Und dann, und das mache auch dann ich mir mit 35 nicht mehr auf meinem Bett, so eine richtige Kinderbettwäsche. Diese Harry Potter aber, die hat was. Die ist jetzt natürlich nicht neutral, ist ja Harry Potter, aber sie sieht trotzdem gut aus. Deswegen werde ich die auch auf jeden Fall benutzen. Einmal waschen, draufhauen, gutes. Ja, ansonsten verratet mir doch mal, wie findet ihr das? Ja, 80 Euro, das ganze Ding hier. Hättet ihr es auch ausgegeben, wenn ihr gewusst hättet, was kommt? Habt ihr es vielleicht schon geholt und sagt, doch, hat es für mich auf jeden Fall gelohnt? Oder ihr gehört zu den Leuten, die sagen, 80 Euro, bist du ein Depp? Bist du doof, so viel Geld auszugeben für so einen Schrott? Hey, schreibt es in die Kommentare. Würde mich wirklich freuen. Ansonsten sage ich mal, habt einen schönen, was ist das hier heute? Sonntag, glaube ich. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Die nächste Ultimate, wo ich mir vielleicht auch, ich habe jetzt gerade vergessen, was das für ein Thema war, irgendwas, was ich aber cool fand. Was war das denn nochmal? Star Wars? Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt dann mal nächstes Jahr auch noch eine Super Mario Box. Die werde ich mir aber auf gar keinen Fall holen. Weil das ist mir dann doch zu viel Geld für eine Sache, die ich nicht so extrem feiere. Na, ist egal. Habt noch einen schönen Tag. Habt noch einen schönen Sonntag. Habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Ich glaube, das hier war das letzte Video dann auch dann dieses Jahr. Ich befürchte schon fast, mehr wird nicht mehr kommen. Zumindest erwarte ich keine Box mehr. Mittlerweile gibt es ja leider noch zwei Boxen, die ich zeige. Es gibt immer so ab und zu noch ein bisschen Pokémon, aber ich habe gehofft, dass da von Pokémon noch was kommt. Und zwar vor dem Jahreswechsel. Und zwar eine japanische Box. Oh, aber sehr viel Lieferverzögerung. Und ich befürchte, dass die nicht mehr kommt. Wenn doch, Pokémon auf meinem Kanal ist auch relativ aktuell immer. Und dann sehen wir vielleicht das. Ansonsten sage ich, wie gesagt, eine schöne Weihnachtszeit. Guten Rutsch. Der dämische Spruch rutscht nicht zu weit. Wir kennen ihn alle. Macht gar keinen Sinn, aber ist egal. Und naja, macht's einfach gut. Bis dann. Tschüss.